Heute Vormittag ging es in unserer Trainingseinheit um die Raumverteidigung. Dadurch, dass wir jetzt mittlerweile 4 Torhüter sind, ist es natürlich schon eine kleine Herausforderung, alle bei Laune zu halten und zu beschäftigen. Mein Training sieht aber in der Regel schon so aus, dass ich versuche, sehr komplex zu arbeiten, dass die Torhüter sehr viele Entscheidungen treffen müssen, dass nicht vorhersehbar ist, was genau im Training passiert. Einfach um spielnah zu trainieren, weil in der Regel ist es auch so, dass man dort auch nicht weiß, was kommt. Und so versuche ich immer wieder mein Training aufzubauen, viele Entscheidungen, viele komplexe Sachen, so dass die Torhüter auch mitdenken müssen. Beschränkt sich meistens auch nicht nur auf einen Teil, wie jetzt die Raumverteidigung, sondern auch Szenen aus einer Nahdistanz, aus dem 1 gegen 1, so dass man verschiedene Schwerpunkte dann auch miteinander kombinieren kann.